Beat-Konzert für einen Toten, hieß es in der Ankündigung. Und fast 250.000 englische Beat-Fans folgten dem Ruf der Rolling Stones zu ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit 14 Monaten. Der Tote, den es zu ehren galt, Brian Jones, der Ex-Gitarrist der Band, der in seinem Schwimmbad ertrunken war. Mit dem Flug von Tausenden von Schmetterlingen und den 150 Jahre alten Shelley-Zeilen »Frieden, Frieden, er ist nicht tot, er schläft nicht, er ist aus dem Traum des Lebens erwacht« eröffneten die Stones ihre Show. Sechs Stunden lang dröhnten Stone-Hits und ihre neue Komposition »Sympathie für den Teufel« durch den Hyde Park. Polizei wurde nicht gebraucht. Verlangt wurden Sanitäter, um 350 Hitzegeschädigte zu behandeln.